Hallo, grüße euch. Heute beantworte ich wieder einige Fragen bezüglich der Handwerker in Paraguay. Also, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. So, ich sehe es immer wieder, dass sie im Prinzip fragt, beziehungsweise euch habe beschwert, Mensch, die Paraguayer bzw. die Handwerker, die sind ja ganz anders. Die betrügen auch die Kunden, beklauen uns. Machen Sachen, wo ich schon nie gesehen habe. Die Qualität, die stimmt nicht, etc., etc., etc. Also viel meckern. Ob es sich lohnt, ob das wirklich wahr ist, bleibt dran. Ich werde euch meine Meinung dazu sagen. So, man sollte es damit anfangen, dass, ich sage mal, sowohl die Handwerker als auch grundsätzlich die Menschen in Paraguay anders sind als hier in Europa, in Deutschland, in der Schweiz oder Österreich. Das Punkt Nummer 1. Eins, was man nie vergessen sollte. So, der zweite Punkt, man sollte nie davon ausgehen, dass man hier in Paraguay genauso Sachen ausführt. Wie in Europa. Es ist einfach anders, ja. Die Menschen und die Handwerker sind auch ganz anders, deshalb die Qualität ist anders. Ich sage nicht besser oder schlechter, anders. Welche Handwerker sollte man nehmen? Viele fragen mich, bitte, kann ich auch Handwerker von dir nehmen? So, was die Handwerker angeht, sind zwei Sachen. Wir haben es natürlich eigene Leute, die wir eingestellt haben, ja, in unserem Team und haben oder arbeiten auch natürlich mit Subunternehmen. Und es gibt gute und schlechte Subunternehmen und die besten beauftragen wir und die schlechtesten arbeiten überall. So mal ganz im Groben, um es abzukürzen. So viele natürlich erzählen euch, Mensch, ich habe schon alles verputzt, alles gut, die besten Maurer, ach, was ich alles schon nicht gemacht habe. Selbstverständlich, es ist ja nicht anders letztendlich als in Deutschland. Jeder will sich gut verkaufen und jeder so schlechte Handwerker wird euch natürlich Honig ums Maul schmieren. Es ist ganz einfach. Deshalb, um die Frage zu beantworten, ob die Handwerker Kunden betrügen, ich sage nein. Also grundsätzlich, die ich kenne oder mit denen wir zusammengearbeitet haben bzw. immer noch arbeiten, die betrügen die Kunden nicht. Nein, nein, nein. Im Gegenteil. Ja, die Leute meckern rum oder die meisten Kunden und schätzen nicht, was die Leute für eine Tätigkeit ausüben. Bitte immer dran denken, ihr seid immer noch in Paraguay oder habt vor, in Paraguay zu bauen. Und aus irgendwelchen Gründen seid ihr doch nicht mehr in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich oder wo auch immer. Wenn es passieren sollte oder andersrum gesagt, wie sollte man es vorbeugen, dass solche Sachen durch Handwerker eventuell passieren? Ganz einfach. Ich sage immer wieder, ihr sollt die richtigen Leute beauftragen. Zum Beispiel mit uns, mit unserem Team, Paraguay Live Team, habt ihr die Probleme nicht. Wir lernen auch immer dazu. Ich habe nie gesagt, dass wir keine Fehler machen. Selbstverständlich, aber dazu stehen wir. Ja, das ist der große Unterschied. Wir sind immer mit euch, hinter euch und letztendlich mit eurer Familie
an eurem Bau immer beteiligt, immer an eurer Seite. Und das ist das A und O. So, nochmal zum Schluss. Also, die Handwerker, die paraguayischen Handwerker, betrügen in dem Sinne auch nicht. Es ist wichtig, den Arbeit zu geben. Ja? Aber auch die Handwerker zu respektieren. Bitte, bitte und nochmal bitte. Also sich nicht aufblasen und kommen, ich bin Deutsche, ich habe in Anführungszeichen Geld und die sind nichts. Nein, nein und nein. Dazu stehe ich auch mit unserem Team. Wir stellen euch zur Verfügung. Am besten sprich mit mir. Wir beauftragen die richtigen Handwerker bzw. schicken auf eure Baustellen die richtigen Handwerker. Und was das Wichtigste ist, ihr habt nur einen Ansprechpartner, und zwar das Paraguay Live Team. Ich persönlich bin auch verantwortlich. Und was wichtig für euch als Kunde, ihr habt die Probleme, nicht die Probleme. Falls irgendwelche Probleme auftreten, stehe ich persönlich dahinter und auch unser Team. Also ich habe damit nichts zu tun und glaubt mir, ohne Sprachkenntnisse, ohne Kenntnisse des Landes ist es nicht einfach, es alles zu beherrschen. Ihr habt andere Aufgaben, also glaubt mir, das Bauen bzw. die Planung, Grundstückskauf etc., Dokumente überlässt uns, also den Fachleuten. In diesem Sinne, mach's gut, ich bin ja überzeugt, dass die Ratschläge gut waren und ihr werdet diese befolgen. Sollte euch gefallen haben, einfach Likes nach oben. Vergiss nicht, eure Fragen am besten unterhalb des Videos zu stellen, in den Kommentaren. Da kann ich immer wieder die Fragen bzw. die besten Fragen euch direkt in Form von Videos beantworten. Teilt das Video auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube selbstverständlich. Teilt auch in E-Mails an eure Freunde. Und abonniere den Kanal, falls euch es noch nicht getan habt. Und ich werde wie immer auf der linken Seite euch empfehlenswerte Video weitergeben. Macht's gut in diesem Sinne. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.